So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es heute um mein Objektiv von meiner GH4, die ich mir gekauft habe. Und zwar war dieses 30mm Objektiv dabei gewesen. Und die Kameras sind ja dafür bekannt, dass die MFT-Kameras einen relativ kleinen Bildausschnitt haben. Was ich natürlich auch gemerkt habe. Und mit 30mm kann man in der Regel eigentlich nichts anfangen. Ich zumindest nicht. Deswegen habe ich mir jetzt gestern ein neues Objektiv gekauft. Ich habe jetzt 14 bis 42 mm das Objektiv, Lumix Vario Objektiv. Das hier war ein XS Pro Digital Objektiv ohne Zoom, 30 mm fest. Und damit kann man in der Regel eigentlich nicht viel anfangen. Ihr habt auch keinen Spielraum dann irgendwie mal zu zoomen. Ihr müsst euch immer bewegen, das ist überhaupt gar nicht gut. Jetzt habe ich das Objektiv dran. Ich filme auch gerade mit der Kamera. Ich demonstriere euch das Ganze jetzt mal an meiner Wand hier. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, dass in der Regel, ich zoome jetzt mal hin, das ist 42 mm. So, ich würde mal sagen, so in der Regel kann man sich das vorstellen, so war das 30er. Und ja, ihr habt keinen Spielraum da überhaupt zu zoomen. Ich bin auch relativ weit weg jetzt von der Wand. Boah, lass mich lügen, das sind 2,5-3 Meter sind das auf jeden Fall. 14mm wären jetzt 14mm. Also ihr seht selber, ich bin jetzt nicht mal 50 cm von der Kamera weg. Damit könnt ihr auch Vlogs oder sonstiges drehen. Was ich damit sagen wollte, ich habe mich ja am Anfang informiert, ein Weitwinkelobjektiv für die Kamera zu finden. Es gibt auch ein sehr, sehr gutes, eigentlich 7 bis 14mm. Das ist schon echt heftig. Aber das Objektiv kann ich euch hier mal einblenden, das kostet 800 Euro. Und mit dem Objektiv habe ich ein relativ preiswertes Objektiv gefunden. Ja, mit einem guten Spielraum eigentlich, 14 bis 42 mm, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Auf jeden Fall, wer ein relativ breites Bild haben möchte, da reicht hier so ein 14 mm Objektiv definitiv. War auch nicht so teuer. Ich meine, wer sowieso eine Kamera für 2000 Euro oder so kauft, den hat es da im Endeffekt auch nicht so interessieren, ob 300 oder 500 Euro ein Objektiv kauft. Aber es macht schon einen Unterschied, ob ihr jetzt für ein 300 Euro ein Objektiv kauft, was auch reicht, im Gegensatz zu einem Objektiv, was halt 800 Euro kostet. Also ich hoffe, ich konnte euch das relativ gut demonstrieren. Um euch das Ganze jetzt nochmal zu demonstrieren, also ich hebe die Kamera jetzt gerade in meiner Hand. Ich sag mal, das sind, ja, in etwa 50 cm, wo ich die Kamera jetzt von mir entfernt halte. Ja, solche Kameras sind generell eigentlich gar nicht geeignet für Vlogs. Aber die zeichnet natürlich in 4K auf, ist eine richtig, richtig geile Kamera. Kann man trotzdem machen, geht natürlich irgendwann auf euren Arm, da die Kamera relativ groß und schwer ist. Aber wie gesagt, mit 14mm seid ihr relativ gut bedient hier. Und in diesem Sinne, Peace. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram und bis zum nächsten Mal. Peace.